verschwinden und verteidigen. Hallo, Hendrik Tomorand. Das ist aber Emma. Und dann sag mal zuzubinden. Entscheidend ist immer der Eintrag vom Stichtag. Und das, also beispielsweise der Eintrag von 1913, ne, wäre ja statisch, keine Frage. Es läuft die Zeit noch bis zum Stichtag weiter und am Stichtag in der Zeit darf kein Verkauf passiert sein, weil der Verkauf wäre gültig. Darfst du raus. So, und dann vom Stichtag weg gab es keinen ordnungsgemäßen Verwalter. Das ist das Problem. Von hier bis zur Gegenwart haben wir keine Fortschreibung des Katasters. Das ist der Punkt. Egal, ob die sich Kataster genannt haben, Edelkataster, was auch immer. Und das ist nicht. Der Amtmann darf das fortschreiben. Alles andere ist Fälschung. Also wenn du heute einen Rembrandt malst, das ist kein Rembrandt. Bis zum 27.10. ist es noch Rembrandt, danach ist es Kunstwerk. Neue Nachempfunden. Ja, das ist immer das Problem. Wie kommt man dann an diese, man kommt jetzt nicht ran an diese Unterlagen. So mit diesen Enteignungen von den... Der neue Verweser hätte einen rechtmäßigen Zugriff drauf. Und der müsste aber erstmal eine Verfügung machen. Ah, sehr schön. Er müsste erstmal eine Verfügung machen, dass erstmal der Stand, wie er jetzt ist, gesichert bleibt, damit die Bodenrechte erstmal grundsätzlich nicht verfallen. So, und das müsste für jedes Bundesland, müsste ein Verweser bestellt werden, der erstmal sagt, es laufen jetzt keine Bodenrechte aus, die drinnen stehen, bleiben drinnen, und für alle anderen gibt es eine Einzelfallentscheidung. So, weil ja das System im Zusammenhang mit dem Euro-Untergang und dem Chaos, was jetzt hier auftritt, eben weil, wie gesagt, die Sinnfrage steht, alle, die ordentlich gewählt sind, keine ordentliche Staatsangehörigkeit haben, eine grundsätzliche Klärung dabei muss. Verantwortlich ist die Regierung Merkel. So, also die Mehrheit, die im Bundestag immer alles abgenickt haben. Die müssten sich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 25.07.2012 auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung kann ich ja jetzt schon verraten, ist eine Rücktritt der Regierung und Chaos. Und ich hoffe mal, dass wir schneller sind. Und ihr braucht jetzt Leute, die diese Wahlkommission genau. In den einzelnen Dörfern macht und Städten genau. Und wo sich die Leute melden und sich eintragen lassen. Eine Frage dieses Referendums. Da haben Sie keine Probleme. Das Referendum in den einzelnen Gemeinden, macht es nicht Sinn, einfach irgendwo mal bei einer kleinen Gemeinde zu beginnen, dass wir sehen können, wie es ist und dann darauf wie eine Lawine aufzubauen? Ja, ja. Also das Referendum muss nur klar machen, wir haben jetzt ein abgegrenztes Siegelgebiet, also es darf dann keine Dörfer geben, die noch das Siegel, zum Siegel gehören, aber nicht mit gewählt haben, sondern man muss dann wirklich alle einladen, die dort wohnen, an dem Stichtag. Und jeder, der an dem Referendum mitgewählt hat, wird bei späteren Wahlgängen nicht mehr mitwählen. Das muss man mit einem Sperrmerk absichern. Also das heißt, kommt es zu weiteren Wahlgängen, sind die außen vor. So. Und dann ist es wie beim Keks, der schrittweise abgeknabbert wird, müssen dann eben die Gebiete aktiviert werden. Aber eben mit Referendum und nicht mit einer kalten Aktivierung. Wenn es jetzt bei der ersten Wahl vielleicht nur ein Drittel mitmacht, dann fällt das Referendum um, dann hast du ja keine Mehrheit, kein Siegelrecht. Könnte man dann nach einem halben Jahr, wenn die weitere Leute aufgeklärt sind, noch einmal ein Referendum machen und dann könnte man das durchkriegen. Weil das ist ja ein Wachstum, das ist ein Lernen, was die Menschen brauchen. Ja, das geht ja nicht in einer Nacht. Wenn du nicht mehr als die Hälfte erreichst, ist das Referendum durchgefallen, hast du kein Siegelrecht. Aber man kann es nicht wiederholen. Doch, kannst du. Das ist ja nicht erfüllt. Aber wenn es jemand durchgeladen ist, also wenn das mehr als die Hälfte ist, ist es auch schon mal erledigt. Mehr als die Hälfte heißt, mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung in diesem Sinne. Der Wahlberechtigten. Wahlberechtigt sind alle, die nach Rüstag ordentlich herleiten können oder die am Tag des Verfassungsnotstandes gemeldet wurden. Weil die Bundesregierung hätte die Aufgabe gehabt, wenn es in der Elefantenrunde festgestellt worden ist, das Staatsfragment ist jetzt gelöscht, es gibt jetzt nur noch Handelsorganisationen, hätte an diesem Tag eine Verfassungswahl stattfinden müssen. Sogar noch DDR-Recht hätte das sein müssen, weil ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Und das erfordert einen Volksentscheid. Also das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt in einem Siegelgebiet mit 10.000 Einwohnern 100 nachweisliche Rüstag. Ja, und alle, die zum Verfassungsnotstand in BRD und DDR gemeldet wurden, und deren Kinder sind alle mit drin. Aber wie stellen das überhaupt fest? Ja, es gibt doch eine Meldehistorie, wo du gewohnt und geheizt hast. Also das heißt, in dem Moment, wo ich Verfassungsnotstand habe, sind alle da mit drin, die da zu der Zeit gewohnt haben? Am Stichtag irgendwo gewohnt haben, in den Grenzen und dann sofort sind.
Weil an dem Tag hätte die Regierung innerhalb von 19 Tagen eine Verfassungswahl ausrufen müssen. Sofort. 1914 oder 1918? In den Kanzler 1914. Okay. Weil die Kanzler 1914 und 1918 nicht geändert wurden. Okay. Also man sagt Kanzler 1914, aber es gilt der Rechtsstand vom 27.10.1918, wenn man es ganz genau will. Aber es gab keine Gebietsausgleiche. Und da müssen Minimum 50% derjenigen erfasst sein. Denen, die wahlberechtigt sind, Minimum 50%. Es geht noch darum, gewählt werden können nur diejenigen, die entweder nach Russland. Nee, es geht ja nur ums Referendum. Nein, nur das Referendum. Genau. Im Referendum, da geht es nur um das Siegelrechte. Ja. Wahlordnung wird gewählt und die Siegelrechte werden gewählt. So, und die Wahlkommission wird vorgestellt. Habt ihr da so Flyer, die man dann wo man machen darf. Verteilen kann? Ja, zehn Zettel, also ein Bundeszettel und ein regionaler. Also der Bundeszettel ist das gesamte Bundesstaat und der regionale ist das lokale Siegel und das Bundesstaatensiegel drauf, in schwarz-weiß. Okay. Das kann, äußere wird wahrscheinlich farbig, zweifarbig sein. Also wir wollen eine Offset-Druckmaschine beschaffen, die zweifarbig drucken kann, damit das äußere Ding ansprechend aussieht und das innere Deckblatt mit dem Kopierer vervielfältigt werden kann. Weil wir wollen ja nun in jedem kleinen Kleckerdorf neue Offset-Folien machen. Die ziehen wir mit dem Kopierer durch. War das nicht so, dass man im Kaiserreich also die Frauen nicht wählen durften? Das ist richtig, aber das spielt erst bei der Verbesserung eine Rolle. Man muss sich das so überlegen. Ich habe bei mir auf der Seite mal geguckt, wie viel Prozent Männer und wie viel Prozent Frauen sind an den politischen Themen interessiert, die ich bringe. Da liegen wir bei 5% Frauen, der Rest sind Männer. Heute, 2016. So, wie war das im Kaiserreich? Ich denke mal 0,5% wird da bei YouTube gestanden haben. Die Frauen haben sich um Haushalt gekümmert. Die haben ihren Mann zum Wählen geschickt, der musste das richten. Und die, ihr wisst ja, der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist der Holz. Und die dreht er sich. Also Sie haben das schon gerade gut formuliert. Die Frauen haben die Männer abgeschickt, um das Richtige zu wählen. Ich habe eine Bekannte, die haben ein Schild an der Wand, da steht dran, ich bin der Herr des Hauses, in meinem Haus gilt, was die Frau sagt. Ist doch kein Problem. Wenn wir das Wahlrecht nach dem Kaiser nicht erfüllen, wird es eine ungültige Wahl. Kommt eine Wahlanfechtung, fällt es um mit einem Verweserwahl. Bringt nichts. Der neue Verweser kann doch die Regeln neu machen. Wenn wir das wollen, dass die Frauen schneller mitwählen, muss der neue Verweser die Regeln neu festlegen. Das geht ja auch nicht. Der Kaiser hat es immer festgelegt, der Verweser muss erstmal das in Rechtsstand nehmen, bis seine Wahl durchgelaufen ist. Dann braucht er ein neues Gesetz machen. Da braucht er mindestens eine Woche. In der Woche darf keine Wahlanfechtung kommen. Wenn eine Wahlanfechtung kommt, müsste geprüft werden, müsste die Wahlkommission in zwei Instanzen prüfen. Bei Verfassungsgericht ist noch nicht, sondern nicht da. Die Wahlkommission prüft das. Und wenn Unklarheiten stehen, müssen wir mal wiederholt werden. Die staatliche Struktur ist auch schon aufgebaut. Die Wahlkommission haben eine ganz wichtige Aufgabe. Die prüfen den Wahlkreis und die vom Bundesstaat prüfen die Entscheidung vom Wahlkreis. Aber fürs Referendum? Können die Frauen nicht. Fürs Referendum sind alle wahlberechtigt, die nach Rostock Deutsche sind, also Ableitungen können, oder am Stichtag gemeldet worden. Bundesrepublik oder DDR. Oder in Grenzen 1914. Und deren Kinder, sofern sie über 18 sind. Nach bundesdeutschen Wahlregeln, sonst. Aber nicht die Reingeholten. Weil die wären am Stichtag nicht da gewesen. Man muss aber denken, wie als wenn du auf den Stichtag vom Verfassungsdurchstand zurücksetzt. Das ist ein Versäumnis der Bundesregierung und der DDR-Regierung, dass sie an dem Tag keinen Verfassungsdurchstand ausgerufen haben. Hätten sie es gemacht, hätten sie sich die Wiedervereinigung schenken können. Weil es war ja der Staat nie geteilt. Der Staat hat in den Grenzen 1914 bestanden. Es gab keinen Grund, die Wiedervereinigungsfeier zu machen. Es sei denn, man wollte ein Besäufnis machen. Aber den Leuten zu erzählen, der Staat in den Grenzen 1914 existiert noch, hätte dazu geführt, dass Kohl nichts mehr zu sorgen hätte. Das muss man einfach sagen. Ja, aber einfach nur drauf Kanzler zu werden. Das war der Grund. Deswegen hat er uns nicht erzählt, was da los ist in dem Land. Und Kohl und Genscher haben die Einheit verhindert, nicht geschaffen. Weil die haben nämlich gesagt, es soll keine Friedensregelung geben. Das ist in dem Protokoll von dem Tag nämlich sehr deutlich vermerkt. Und Kohl und Genscher haben das Staatsfragment von BRD und DDR im Handelskonstrukt übertragen, Hochverrat.
sind auch beide schon tot, ne? Kennst du ausgesprochen? Ja, ich hab Kohl nicht. Von Kohl noch, ne? Nee, Kohl ist noch? Er kommt noch. Er verkohlt uns. Der Schmidt ist noch da. Der Schmidt und der Genscher. Na gut. Heißt um bisschen aber jetzt muss noch mal klarkommen. Gut, ich habe jetzt eine Frage. Gibt's noch? Vielleicht kommen hier noch ein paar Fragen. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute so lange geht. Ich will nur was trinken. So. Vielleicht eine Frage. Wenn das alles auf einer Täuschung basiert, die seit 1913 oder 19 läuft. Dann ist es ja irgendwann mal, wenn es aufgedeckt wird, ein Betrug. Ja. Immer schon Betrug. Dann stellen wir uns ja Forderungen. Also wie kann dann sowas eigentlich ausfallen dann? 2017, 27.10.2017 sind dann alle Rechte plötzlich weg. Wenn das alles auf Täuschung läuft. Naja, deswegen gibt es ja einen Stichtag. Wir haben ja sehr, also ein halbes Jahr uns Zeit genommen, wirklich auszukriegen, wann ist der Schnitt zu machen. Haben wir ein halbes Jahr geforscht. Die erste Idee war, Bruder Kaiser, nee, die erste Idee war, wir schneiden 1933, am 23.03.1933. Sinnvolles Datum. Dann haben wir aber irgendwie rausgerichtet, nee, wenn das Ermächtigungsgesetz ungültig sind, kann an dem Tag ja kein Staat entstanden sein. Also müssen wir zurückgehen. Dann ist uns doch gefallen, der Kaiser ist über die Landesgrenze drüber. Haben wir gedacht, das ist doch das Kriterium. Na, ist es nicht. Ist es nicht. Weil am 28. hat der Max von Baden gesagt, ich übernehme jetzt die Geschäfte. Das ist ein Eingriff in den Staat. Eingriff in den Staat heißt, dass die Staatseigenschaft nach der Staatenlehre ist hier schon mal nicht erfüllt. Jeder Fremdeingriff macht also im Staat eine Besatzungszone. Also gab es am 28.10. schon mal eine Besatzungszone. Dann haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir jetzt am Ende des 27.10.1918 schneiden. Man könnte natürlich auch sagen, das Amt hat geendet, nachdem alle Ämter geschlossen waren, 18 Uhr, keine Ahnung. Aber das ist juristisch unüblich. Es wurden immer Tagesabläufe, bei den internationalen Verträgen immer Tagesabläufe genommen. Und es gab keine juristischen Millisekunden. Also landen wir letztlich bei 23.59 plus. Dann läuft die eine Sekunde, also wie beim 4. Zollvertrag, da war ja mal die Bundesrepublik nur eine Sekunde souverän, wo sie so plötzlich Atomraketen haben, los, stopp, schade. Und so ist es einfach auch, ne? Weil die russische Bundessekunde gibt es nicht. So, also ja, der Schnitt sauber. Dann kam einer um die Ecke und hat gesagt, ja, das Drohschreiben an den Kaiser war ja schon am 18.10.1918, wo der Soldatenrat den Kaiser erpresst hat, machte ich vom Acker, ansonsten Kugel. So, da muss ich mal sagen, wie viele Drohschreiben gehen täglich im Bundeskanzleramt ein? So eine Menge, denke ich mal. Weil jeder, der mit der Vermerkung unzufrieden ist, hat bestimmt schon mal einen bösen Brief hingeschrieben, anonym. Also wenn die da immer einen Verfassungsnotstand machen würden, kein Kriterium. Also haben wir nur das. So, Kriegsende ist auch noch so eine Diskussion gewesen. Also Kriegsanfang, was man dort schneidet, wird aber im Falle Iran-Irak-Krieg ohne greifen. Iran hat nicht geendet, während er vom Irak überfallen wurde. Blieb einfach weiter. So Kriterium. Der Putsch von Chile ist allerdings eins. Ne? Wo Pinochet einen Allende weggeputscht hat, hat die Staatlichkeit geändert. Also alles, was Pinochet danach gemacht hat, ist nicht staatlich. Kuba, Kuba ist heiß. Ist überputsch, weil da Pinochet. Nee, ich fand es gut. Also, Castro ist ja auch ein Putscher. Ja, Hawaii. Hawaii ist ohne staatlich. Hawaii ist von Engländern und von Amis einkassiert worden. Die haben momentan eine Abspaltungsbewegung. Die nutzen ihre Reggae-Festivals, die da unten regelmäßig machen, um die Leute aufzuklären. Also, die machen Reggae-Musik und dann kommt ein Sprecher und sagt, was über dem Land bestimmt. Wir wollen euch mal noch in ein paar Außenbezirke einladen. Machen die so. Weil die alle ja in der Landessprache reden und die Amis die Landessprache nicht verstehen. Also da ist was am Kirchen. Es gab mal ein Schutzabkommen zu Hawaii mit dem Kaiser. Ich weiß aber nicht, ob das in einem interessanten Zeitraum noch eine Rolle gespielt hat. Fakt ist, dass die Schutzgebietsabkommen der Kaiser nicht gekündigt hat. Also wer das was erzählt, dass Deutsch die Besten mal dazugehört, stimmt nicht. Die können eigene Verbesser werden. Also die Schutzgebietsabkommen. Was nochmal immer eine Frage war, was ist mit
Neu Schwabenland los. Neu Schwabenland wurde erst 1938 durch eine Expedition aktiviert. Vorneweg gab es aber keine Ansprüche des Landes. Norwegen hat aber ein Jahr später nochmal einen Anspruch erhoben. Und nachdem also Hitler sozusagen kapituliert hat, wusste aber nicht, wann Neu Schwabenland kapituliert hätte, gab es nicht. Aber Norwegen hat heute eine Verwaltungshoheit. Gehört aber nicht zu den ganzen 1914. Interessant ist aber, wenn der Frau Weser Rechte anmeldet und sagt, naja, wir waren der erste Siedler, wir würden gerne dort ein Waldforschungsprogramm machen. Lässt sich ganz schwer dagegen sprechen. Die Deutschen haben als einzige nach dem Völkerrecht dort Flaggen abgeworfen. Die sind mit dem Schiff hin und Flugzeug, also die haben es eigentlich als erste ganz normal erobert. Okay. Ja, können die Norwegen machen, was sie wollen. Ja, es war vorneweg ungenutzt. Und man hat ja dort ein paar seltsame Sachen gefunden, habe ich gehört. Ja. Da gibt es den U-Boot-Hafen. Diese 99-Jahre-Regelung, ist das römisches Recht oder was ist das? Na, es gab im Mittelalter schon immer die Regelung, dass sie solche Verträge immer 99 Jahre gemacht haben. Weil ein bestimmter Landstrich sollte ja nicht verwildern. Und die haben sich gesagt, die Lebenserwartung liegt zwischen 50, 40 und 70 Jahren. So, nach 99 Jahren sollte dort mal einer hinreiten und gucken, ob da noch jemand ist. Und wenn nicht, muss das Land neu ausgeschrieben werden. Irgendjemand muss es bewirtschaften. Für einen Steuerausfäller, das Land könnte verwildert sein, Zäune kaputt, was auch immer. Jeder muss es sich drum kümmern. Na, wir haben alle das ewige Leben, noch ne, Kopffleisch noch. So, jeder muss sich drum kümmern. Die Bodenrechte sind nicht unbedingt mit dem Eigentum verknüpft, sondern es geht ja nur darum, wer kümmert sich darum, dass das Ding ordentlich bewirtschaftet ist. Keine Altölentsorgung, keine Bodenauslagerung, keine Verstörung der Fauna und Flora. Das ist das, was derjenige sagen hat. Das darfst du nicht. Das ist Bodenrecht. Und ob da immer ein Haus baut oder wer das dort immer ständig durchbrennt. Beim Bodenrecht haben wir noch ein ganz anderes Problem. Bodenrecht läuft aus, haben wir kein Recht drauf. Aber das Haus, was wir da drauf gebaut haben, das ist unser Eigentum. Dann heißt es, ich muss jetzt nachschauen, wo es genau steht, heißt es, Bodenrecht, okay, funktioniert nicht, aber das Haus dürfen wir mitnehmen. Das heißt, die können sogar so weit gehen und sagen, wir möchten den Boden in dem Zustand haben, wie sie es erworben haben, ohne Haus, dann darfst du es noch abreißen, was die Kosten obendrein auch noch, wenn es ganz hart kommt. Und deswegen, und dann sagst du, gut, wir lassen das Haus drauf, und wenn dann ein Syrer kommt oder was weiß ich, einer dieser netten Mitmenschen, der das Ganze bekommt, dann läuft das Ganze, das Haus unter Zubehör, das kriegen die als Zubehör geschenkt. Wahnsinn, aber es ist so. Das könnten sie als Zubehör geschenkt bekommen, aber ja, sie bekommen es nicht. Weil du es vorher abfackelst. Nein, weil ich das verhindere, ich packe das schnell ab, aber die gehen vorher freiwillig heim. Ja, das heißt, also den wirklich einzigsten wahren Ausweg, den wir wirklich haben, ist nur das Referendum und die Wahl, nichts anderes. Alles andere ist Täuschung, das ist Scheingefecht. Wir haben nur diesen Weg. Das ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in einem Irrgarten und es führt nur ein einziger Weg raus aus diesem Irrgarten. Und den kennen wir mittlerweile, aber den müssen wir beschreiten. Es gibt keinen zweiten. Es gibt nur diesen einen. Du könntest doch einen schweinischen Außenanschluss machen. Wenn wir Islamisten einziehen wollen. Aber ich werde das dann. Also die einfache Lösung ist Wahlkommission und Quatsch. Das ist der einzigste Weg. Es geht nur darum, dass einer sagt, das Kataster wird jetzt in dem Zustand, wie es jetzt ist, erstmal fortgeführt und alle anderen sind Einzelfallentscheidungen. Dann hast du wieder 99 Jahre Zeit, das zu regeln mit den Leuten. Wer ist ja anspruchsberechtigt? Wer würde gerne einen Teil von dem Ding haben? Wo könnte man Gebiete zusammenlegen? Es gibt auch diese großen Wörlitzer Park zum Beispiel, so ein typischer Fall. Da würde man natürlich die Eigenheiten darstellen. Das würde man als Ganzes im Pächter überlassen. Ja, das ist nun mal ein Kulturgut. So, dann gibt es aber hier in der Gegend, auch Lützer Land, endlose Wiesen, die keiner mehr bewirtschaftet, weil die EU-Fördermittel ausgegeben hat, dass dort zwar gejagt wird, aber dort nichts Gescheites bewirtschaftet wird. Warum soll man denn dort keine Familie machen, die sagt, ich tue auch noch ein bisschen Permakultur dort rein, damit diese Übersäuerung von dem Boden aufhört und dann probiert ich dort die Jagerei. Sollen ihr Viehzeug auf Stroh stellen und das Stroh kann da gerne einackern. Aber bitte nur 6 Jahre und im 7. Jahr wird der Neckar ackern. Müsst ihr euch eine andere Wiese suchen.
Aber wir reden jetzt im Klartext, sagen wir mal, wirklich von ungefähr 40 Millionen Deutschen, die an einem Referendum teilnehmen müssen. Richtig. Aber nicht alle in dem Dorf, sondern über anderthalb Dörfer. Aber wir reden wirklich über so eine Menge. Richtig. Und das kann ich nicht alles alleine machen. Ja. Jeder muss begreifen, wie es funktioniert, und dann muss die Arbeitsanleitung sich im Internet kopiert werden. Ja, apropos Internet, wir haben hier etwas ältere Mitmenschen auch dabei, die haben nicht unbedingt, wenn ich die Frau anschaue, nicht unbedingt Internet zu Hause oder einen Computer. Sagen wir so, wir können Ihnen die Adresse geben oder dass Sie sich dann mal ganz kurz notieren, weil Sie ja schon zweimal oder dreimal kurz etwas langsamer sprechen, damit Sie das notieren können, zu Ihren Enkeln oder Kindern gehen und Sie darum bitten, dass Sie mal dort nachschlagen. Weil, dass Sie dann da wirklich auch mal nachlesen können und fündig werden. Weil es ist schwierig, aber sagen wir so, aber wir können das nochmal kurz aufschreiben, wo Sie genau rein müssen. Oder seinen Namen eingeben und dann werden Sie auch fündig. Also man geht einfach die bei YouTube Jonacast eingeben und dort auf Playliste gehen. Da gibt es mehrere Listen und die von Wahlbetrug und die von Bürgerstammtischen sind die zwei interessanten. Bürgerstammtisch ist das, was wir hier machen. Und Wahlbetrug ist die Geschichte, wo ich hergeleitet habe, auf welchen wackeligen Füßen steht denn eigentlich der Lissabon-Vertrag. Ja, geht also DDR, Wahlbetrug los, bis was da 2004, 2008 vorgefallen ist. Und dann die Auswirkungen bis heute. Mit Nazi-Staatsangehörigkeit und solches Zeug. Könnt ihr euch mal einziehen, aber das hat er bestimmt eine Woche von der Straße weg. Ja, aber es ist hochinteressant, es sind wirklich genügend Themen drin, man kann alles nachlesen, vom gelben Schein bis wirklich, was wirklich interessant ist, es ist alles da. Nur was Sie nicht können, ist irgendwas auslassen, weil dann haben Sie nämlich wieder eine Lücke, die Sie einfach nicht schließen können, weil irgendwo was fehlt. Aber um das wirklich reinzuziehen, ja, das wollen wir locker eine Woche von der Straße weg, also das ist schon sehr umfangreich, also... Aber Sie können sich einzelne Themen raussuchen. Gut. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde ich die Veranstaltung dann erstmal offiziell schließen. Da gibt es sicherlich noch ein oder andere Reste essen. Und die Amtssprache bei uns. Und vergesst bitte nicht, eure Spesen zu bezahlen, damit also die Gewürzleute nicht auf den Kosten hängen bleiben. Gibt es schon neue Termine? Ist vorgegeben. Also wir haben es Folgendes ausgemacht. Ich würde gerne noch mal hierher kommen. Eine halbe Woche oder so. Ja. Und da wird man dann noch mal zwei Abende machen. Ja. Müssen wir mal gucken. Das schicken wir aber dann einfach wieder rum, so wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Und dann kann man sich da noch mal treffen. Und dann, wenn der eine oder andere vielleicht mal bei Jonacast dann schon geguckt hat, die Videos angeguckt hat und es sind noch Fragen oder irgendwas zu den einzelnen Schreiben oder irgendwelche Fragen zu den Videos, dann kann man das dann nochmal machen. Also ist dann kein Problem. Ja, also sollten Sie sich alles. Also das, was ihr heute gehört habt, ist eine Zusammenfassung aus 120 Videos, nur die wichtigen Sachen. Allerdings hat es natürlich ein bisschen gerauscht. Also wenn man von null her gestartet hat, dann dreht es um. Aber das ist normal. Das ist, Das heißt, beim nächsten Treffen sieht das dann so aus. Jeder kommt dann mit so einem Akt. Das sind lauter Fragen, aber dann kommt ja ein Schwitz. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir offiziell die Veranstaltung. Herzlich bedanken, dass das schön, so schön geklappt hat alles und ja, freue mich, dass ihr da wart und wenn es euch gefallen hat, kommt dann einfach wieder. Jawohl. Herzlichen Dank.